schnell. Mehr. Gib mir mehr. Ich will noch mehr. Natürlich, ich weiß, du bist ganz wild draußen. Ja. Du hast mich inspiriert. Ja. Du bist unglaublich. Du bist göttlich. Es ist so schön, dir zuzuschauen. Koste mal, wie zart das ist. Nein, nimm es weg. Aber was ist in dich gefahren? Sie leiden an einer fortgeschrittenen Gicht, Vergrößerung der Leber, 12-Finger-Darmgeschwüren, chronischen Blähungen, dann sind da Herzklappengeräusche und Ihre Arterien gleichen einer uralten Zentralheizung. Also abnehmen! Schließlich bin ich, was ich bin. Seien Sie ehrlich, meine Damen und Herren. Könnten Sie solchen Genüssen widerstehen? Na, alles in Ordnung, Max. So, dass man in 20 Jahren noch davon träumen wird. Ein Gaumenschmaus wie ein Schubertsches Quintett. Die pochierten Austern mit Sahne und Champagner waren einfach göttlich. Das Curry an Jo wieder ausblickt. Läuft Ihnen nicht auch das Wasser im Munde zusammen beim Anblick so pikanter Köstlichkeiten? Ach, wunderbar. Ich habe einen fantastischen Körper. Fantastico. Sie werden ihn gern berühren. Sie werden sehen, Salute. Ryan, vielleicht könnten Sie ja die Nacht mit mir verbringen. Bei solchen Feinschmeckern und Genießern gerät natürlich eine schnuckelige junge Dame wie Natascha auch leicht in pikante Situationen. Robbie, was machst du? Du bist in meiner Badewanne. Es geht mir wirklich zu weit. Und wenn es gar um den guten Ruf der Meisterköche geht, dann gibt es kein Pardon. Ein filmischer Gaumenschmaus mit den Weltstars George Segal, Jacqueline Bisset, cheers, und Robert Morley. Wer zum Teufel kann auch jeden Tag zum Frühstück Quiche Lorraine essen? Immer noch besser als deine gequetschten Maiskörner. Ich wäre mit Ei und Schinken völlig zufrieden aber gewesen. Aber Quiche Lorraine ist doch nichts anderes. Na und? Das ist mir egal. Wenn es einen französischen Namen hat, will ich es nicht zum Frühstück. Da muss was Gutes Amerikanisches auf den Tisch. Ich will eine Frau, die Hallo Darling sagt, wenn ich abends nach Hause komme. Und ich will Kinder. Du hast gehört, was sie gesagt hat. Dass er immer zu beschäftigt war. Das hat er ihr vorgeworfen. Aber du hörst ja nie richtig zu. Wenn du auch nicht erfreut bist, ich bin auf seiner Seite. Und ich zufällig auf ihrer. Eine genussvolle Komödie für alle, die gerne gut essen und lachen. Die Schlemmerorgie.